Der metaphysische Montag. Montags spricht Shelley Young verschiedene metaphysische Themen an und startet dabei oft mit einer Frage. Viel Freude dabei. Übersetzt von Wolfgang. Es ist wieder metaphysischer Montag. Das heutige Thema ist: Ich würde wirklich gerne anfangen, mit Spirit zu kommunizieren. Woher weiß ich, mit wem ich arbeiten soll? Zunächst einmal, wenn du diesen Wunsch hast, herzlichen Glückwunsch. Du hast diesen Wunsch, weil es etwas ist, das deine Seele geplant hat, was bedeutet, dass es völlig in deinen Fähigkeiten liegt. Alles, was du dafür brauchst, ist Absicht, Geduld, ein bisschen Experimentieren, Bewusstsein, Unterscheidungsvermögen und Übung. Das Arbeiten mit den psychischen Fähigkeiten fängt vor allem damit an, sich seiner selbst bewusst zu sein. Bevor du etwas tust, musst du dich mit deinem Körper auseinandersetzen, um zu sehen, wie du dich fühlst. So kannst du feststellen, ob es energetische Veränderungen gibt, die darauf hindeuten, dass du dich mit einem Wesen verbindest, mit dem du gerne arbeiten möchtest. Zuallererst solltest du sicher sein, dass das Wesen, mit dem du Kontakt aufnimmst, dir Anzeichen für eine Aktivierung der oberen Chakren gibt. Das kann sich darin äußern, dass du spürst, wie sich dein Herzzentrum ausdehnt, dass du dich von Liebe umhüllt fühlst, dass es in den Ohren klingelt, dass es auf deinem Kopf kribbelt und dass du manchmal ein minziges oder kühles Gefühl vom Herzzentrum aufwärts spürst. Wenn du dich verbindest und keines dieser Anzeichen wahrnimmst, ist es kein Wesen, mit dem du arbeiten möchtest. Du brauchst keine Angst zu haben, formuliere einfach deine Absicht neu und versuche es erneut. Ein niederes Wesen kann niemals höhere Chakren aktivieren, daher ist dein Körper ein hervorragendes Werkzeug, um zu wissen, ob du mit einem Wesen, das mit dir in Kontakt tritt, weitermachen solltest oder nicht. Ein höheres Wesen wird dir auch nie sagen, was du tun sollst oder dir düstere Botschaften übermitteln. Sie werden immer positiv, unterstützend und liebevoll sein und deinen freien Willen respektieren. Da du nun weißt, wie du herausfinden kannst, ob du dich mit einem höheren Wesen verbindest, kannst du beginnen. Wenn es ein Wesen gibt, zu dem du dich hingezogen fühlst, bitte es, zu dir zu kommen und sich zu zeigen. Achte auf energetische Veränderungen und darauf, ob sich die Verbindung für dich gut anfühlt. Zwar wird es bei der Arbeit mit einem höheren Wesen durchaus zu einer energetischen Anpassung kommen, aber du möchtest, dass es insgesamt eine angenehme Erfahrung ist. Denn wenn es sich nicht gut anfühlt, wirst du nicht weitermachen wollen. Wenn du eine Affinität zu einem bestimmten Führer hast und das Gefühl, dass er nicht auftaucht, heißt das nicht, dass er dich nicht mag. Ganz im Gegenteil, es bedeutet nur, dass es ein anderes Wesen gibt, das perfekt für dich ist. Weil sie dich lieben und das Beste für dich wollen, werden sie das Wesen vorausschicken, dass zu diesem Zeitpunkt das Richtige für dich ist. Und wundere dich nicht, wenn sie später doch auftauchen. Du kannst immer wieder verschiedene Wesen anrufen und sie energetisch ausprobieren, bis du ein Wesen findest, das energetisch wirklich gut zu dir passt. Bitte sie einfach zu kommen und sich bemerkbar zu machen. Fühle in sie hinein, dann bitte sie zurückzutreten, um einen anderen anzurufen. Als ich mich das erste Mal mit Spirit verbinden wollte, habe ich ständig meditiert und jedes Wesen angerufen, das mir einfiel. Ich lache immer und sage scherzhaft, dass Gabriel sich für das Team einsetzte, weil niemand mit mir reden wollte. Sobald ich mich besser mit Gabriel verbinden konnte, versuchte ich mit anderen Geistführern und Engeln zu arbeiten. Mit einigen von ihnen fühlte ich mich nicht wirklich wohl, also habe ich mich auf einige wenige Wesen beschränkt, mit denen ich mich wohlfühlte. Gabriel und ich passten gut zusammen und hatten gemeinsam etwas zu tun,
Also ist er neben Mutter Maria, Jesus und Erzengel Michael das Wesen, mit dem ich am liebsten arbeite. Aber gerade wenn du denkst, dass du weißt, mit wem du zusammenarbeitest, können wirklich interessante und unerwartete Dinge passieren. Neulich ist Merlin überraschend bei mir aufgetaucht und hat mir einige wirklich tolle Informationen über Alchemie und Manifestation gegeben. Merlin, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist das Schöne an der Arbeit mit Spirit. Sie wird sich weiter entfalten und dich leiten und überraschen und so viel Magie in deinem Leben erschaffen. Eure Bemühungen, diese Zusammenarbeit zu fördern, werden immer auf Gegenliebe stoßen und eure Lebenserfahrung auf so viele wunderbare und unerwartete Arten erweitern. Nutze also deine Weisheit und Unterscheidungskraft, bleibe offen, habe keine Angst vor Experimenten, sage Nein, wenn es sich nicht richtig anfühlt und Ja, wenn es sich richtig anfühlt. Und du wirst auf dem richtigen Weg sein. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, das Wochenende ist vorbei. Und ja, was für ein wunderbarer Text. Erst habe ich mir gedacht, da braucht es wirklich keinen Podcast von mir. Und dann ja, kam die Intuition, doch, ich kann ein wenig über dieses Körpergefühl sprechen, das viele von uns so gar nicht haben. Also viele spüren sich gar nicht oder haben nicht geübt und gelernt, in sich hineinzufühlen. Wie fühle ich mich? Und da gibt es verschiedene Übungen. Was ich am liebsten mag, dass man sich auf verschiedene Körperregionen erst einmal fokussiert, zum Beispiel: Wie fühlt sich gerade mein linker Fuß an? Ja? Und vielleicht sogar eine bestimmte Stelle an meinem linken Fuß. Ja? Vielleicht der große Zeh oder der kleine Zeh oder vielleicht der Spann oder die Fußsohle. Also wirklich mal eine längere Zeit sich nur auf eine Stelle am Körper fokussieren. Was mir geholfen hat, dass meine Heilpraktikerin mir einfach mal den Tipp gegeben hat, zu spüren, wo meine Angst sitzt. Und spannenderweise saß meine Angst mehr oder weniger in meinem linken Oberschenkel. Da habe ich sie am deutlichsten gespürt. Da hat sich etwas nicht gut angefühlt und da habe ich gemerkt, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Das war schon eine feine, vorhandene Angst, derer ich mir aber zu selten bewusst wurde. Ja? Also ganz konkret, ich war bei ihr und habe mit ihr ein langes Gespräch geführt und dann sollte ich mich mal auf die Liege legen und dann nach ein paar Momenten hat sie einfach festgestellt, du hast Angst. Und sie war überrascht, weil sie das während des Gesprächs gar nicht mitbekommen hat, weil ich so auf sie nicht gewirkt hatte und das auch nicht ausgestrahlt habe. Aber sobald sie tiefer reingegangen ist, hat sie sofort gemerkt. Und mir war es, ja, eigentlich fast sogar bewusst, aber ich habe es auch ordentlich verdrängt. Das war nämlich ja im Prinzip einige Monate nach meinem Gefängnisaufenthalt. Und auch wenn das eine super Erfahrung war, ich habe ja auch einen Podcast darüber gemacht, mit Video übrigens, ja, es ist so, dass mir schon bewusst war, dass dieses System auf mich Zugriff hat, wie es ihm beliebt. Zu der Zeit war das so. Und ich lebe ja immer noch sehr konsequent und ich will nichts vom System, aber von mir kriegen sie auch nichts. Und ich habe mich mehr oder weniger rausgezogen, aber das ist natürlich dünnes Eis, auf dem ich mich da bewege. Und zu der Zeit habe ich mich damit immer noch sehr unwohl gefühlt und musste das in gewisser Weise auch aufarbeiten. Ne? Das war ja vor der, in Anführungsstrichen, Pandemie noch. Naja, jedenfalls habe ich durch diese Übungen und ein anderes Bewusstsein für meinen Körper gelernt, besser hineinzuspüren in mich, wie ich mich gerade fühle. Und ich finde es sehr wichtig, was hier gesagt wurde, dass man die positive Energie der Wesen, mit denen man sich verbindet, spürt. Und dass es nicht nur intellektuelle Methoden gibt, um für den richtigen Umgang zu sorgen, sondern das Körpergefühl
wenn es denn geschult ist, ein ganz wichtiger Helfer sein kann, um ein bisschen auszusortieren. Bei mir kommt noch hinzu, dass ich einige, ja, gewollte Blockaden, muss ich sie schon nennen, in mir trage, um eigentlich mit jedem kommunizieren und umgehen zu können. Ich habe das in der Spieleszene auch wieder gemerkt. Ich hatte vor ein paar Monaten Kontakt zu einem wirklich extremen Menschen und habe mit dem auch einen Serverstart gestreamt, also das ist dann recht lange. Und ich habe schon gemerkt, die Schwingung ist jetzt nicht so hoch. Ich muss arbeiten, damit die Menschen davon profitieren, dass ich jetzt zu sehen und zu hören bin. Und habe gemerkt, die andere Seite macht es mir da schwer. Das habe ich schon gemerkt. Aber mir haben parallel dazu befreundete Spieler, die zugehört haben, geschrieben, also wie hältst du das denn mit dem aus? Also das war schon sehr spannend, wie deutlich das für andere war und für mich nicht in dem Maße. Also energetisch ist an mich gar nichts herangekommen, aber ich habe halt ein Bewusstsein für das, was ich aussende und in dem Fall, wie das Gesamtpaket draußen ankommt und habe dann entschieden, ich streame natürlich mit dem nie wieder. Das funktioniert einfach nicht, das macht mir ja keine Freude und wie gesagt, es ist dann Arbeit gewesen, eine positive Schwingung nach außen zu tragen. Das betraf nicht so sehr meine eigene Schwingung, aber das Gesamtprodukt sozusagen dieses Streams war stark beeinträchtigt. Ja, und ich hadere ein bisschen mit mir, weil ich ja diese Fähigkeit habe, mit diesen Menschen umzugehen und sie in gewisser Weise auch zu beeinflussen, sie mal ins Denken zu bringen. Allerdings bin ich jetzt dazu übergegangen, ihnen nicht mehr viel durchgehen zu lassen und somit haben sich bei vielen Menschen, Wesen die Wege getrennt. Und ich habe dafür gesorgt, dass die keinen Zugriff mehr auf mich haben, bin aber nicht sicher, ob das mein Auftrag war. Ja, ich habe zwar nachgefragt dann mit der Körperintelligenz, ja, du hast dich richtig entschieden, aber ganz sicher bin ich mir eben nicht. Und um konkret zu werden, wir reden ja schon über Narzissten und so weiter und so fort, ja, oder zumindest über stark psychisch auffällige Menschen, die zum Beispiel beim kleinsten Anlass eines Widerwortes oder einer anderen Meinung komplett austicken und dadurch auch ganze Gruppen negativ beeinflussen, wenn sie mit im Chat sind. Und weswegen ich da hadere, da geht es natürlich um die bedingungslose Liebe, um die Möglichkeit der Umkehr eines jeden Wesens und durch mich haben sie natürlich eine wichtige Chance, wertvolle Informationen zu bekommen. Und übrigens, das hat mich ein bisschen umgehauen, dass viele dieser Wesen nicht geschlumpft sind. Aus ganz verschiedenen Gründen. Das heißt, im Prinzip wissen die, dass das nicht gut für sie ist und sie machen es dann auch nicht. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wenn ihr einen Ungeschlumpften trefft, dass das ein besonders toller und erwachter Mensch ist. Ja, da geht man ja immer davon aus. Das ist so ein Kriterium. Ja. Mit Ungeschlumpften kann man sich gut treffen. Die haben zumindest ein bisschen mehr Wahrheit erkannt. Und das sollte aber nicht das Kriterium sein, sondern eigentlich geht es ja ums Bewusstsein, ums spirituelle Wachstum, um die Schwingung. Und das ist oftmals eine einzige Katastrophe bei den Menschen, von denen ich jetzt hier sprechen kann, weil ich sie näher kennengelernt habe. Ich erkläre mir das ein bisschen so und da glaube ich auch daran, dass es eben dieses lichte Netzwerk gibt, das uns die wichtigen Informationen gibt und uns auch mal unbewusst richtig handeln lässt, unsere Intuition und Inspiration anspricht. Das gibt es auch auf der dunklen Seite. Die werden dann auch gewarnt vor der Schlumpfung und machen das dann auch nicht. Aber aus komplett anderen Gründen als ihr. Ja, wobei, also der Hauptgrund, das nicht zu machen und gewarnt zu werden, bedeutet ja, dass ihr noch eine wichtige Aufgabe habt. Und die haben die auch. Nämlich unsere wichtige Aufgabe zu torpedieren. Das spielt wohl auch eine große Rolle. Ja, und momentan gehe ich wieder jeden Tag zum See und erde mich da. Aber ich bete auch und ich nehme auch Kontakt mit der geistigen Welt auf. Einseitig halt, ja. Und deswegen spielt dieser Text, den wir jetzt geschenkt bekommen haben von Shelley Young, für mich auch eine wichtige Rolle, damit ich, wenn sich jemand meldet, momentan meldet sich niemand, auch eine weitere Feedback-Möglichkeit habe, unbedingt durch meine Blockaden, ja, die irgendwie wirklich dafür da sind, dass ich mit allen Wesen kommunizieren kann und mich einiges nicht berührt und nicht beeinflusst vor allem, ich dann aber nicht zu lange mit den falschen Wesen kommuniziere,
nur weil ich es nicht merke oder weil es mir nichts ausmacht. Ja, aber das Wichtigste ist, die Absicht ist gesetzt. Die Geduld brauche ich jetzt, habe ich grundsätzlich eigentlich schon immer an Bord. Experimentieren, das Bewusstsein und das Unterscheidungsvermögen und das Üben. Das kenne ich ja von der Gitarre und ich übe auch gerade wieder sehr viel Gitarre. Mal schauen, was da rauskommt. Na gut, ihr Lieben, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.